Rassismus ist widerlich. Man darf ihn weder akzeptieren noch tolerieren. Und Rassismus hat im Stadion nichts zu suchen. So deutlich will ich das jetzt hier mal loswerden. Jeder von euch hat es mitbekommen. Hertha-Spieler Jordan Torunariga hat beim DFB-Pokalspiel auf Schalke geweint. Der Grund? Offenbar, und davon kann man ausgehen, haben ihn die Fans beleidigt, und zwar mit Affenlauten. Mittlerweile hat sich Jordan auf Insta geäußert, Zitat: "Man kann sich seine Hautfarbe bei der Geburt nicht aussuchen und sie sollte auch völlig egal sein." Exakt so ist es. Klären wir jetzt mal, wieso gibt's überhaupt Rassismus im Stadion, und ich zeig euch, was man dagegen tun kann. Das alles jetzt. Schaut mal, das habe ich in den YouTube Analytics gefunden. Über die Hälfte von euch haben meinen Kanal noch nicht abonniert, also macht das gerne jetzt. Das Abo ist natürlich kostenlos und ich starte offiziell die Road to 150k. Bald knacken wir hoffentlich diese Marke, also los geht's. Klären wir als erstes, wer ist überhaupt Jordan Torunariga? Geboren wurde er am 7. August 1997 in Chemnitz. Das heißt im Klartext, er ist Deutscher. Das Kicken hat er beim Chemnitzer FC gelernt und leider musste er dort schon gegen Rassismus kämpfen. Zitat: "Beim Fußball wurde ich komisch angeschaut. Nicht von den Kindern, die kennen Rassismus nicht, aber von deren Eltern habe ich immer wieder eine Abneigung gespürt." Logisch ist, ihm geht sowas zu Herzen. Rassismus tut unglaublich weh. Das ist ganz tief verwurzelt, vor allem, weil er ja immer wieder den Adler auf der Brust trägt. Torunariga hat insgesamt 20 Mal für die deutschen Junioren-Nationalmannschaften gespielt. Er identifiziert sich zu 100% mit Deutschland. Das ist einfach seine Heimat. Er ist ein Deutscher wie jeder andere auch. Und viel wichtiger, er ist ein Mensch. Und hier gilt, jeder sollte gleich behandelt werden. Egal welche Hautfarbe er hat, welche Religion er mag oder woher er kommt. Klären wir jetzt mal als erstes, wieso gibt es überhaupt Rassismus im Stadion? Tja, zur Fußballkultur gehört auch die sogenannte Pöbelkultur. Um das mal ganz kurz zu erklären, Fans gehen oft ins Stadion, um den Frust bzw. allgemeine Emotionen rauszulassen. Und Leute, jeder hat doch da schon mal geflucht, oder? Dazu ist ein breiter Querschnitt aus der Gesellschaft auf der Tribüne. Also viele Leute, die unterschiedlich denken, aber egal wie man denkt, eine rote Linie sollte man nie übertreten und das ist nun mal Rassismus. Das hat im Stadion einfach nichts zu suchen. Also klären wir mal im Detail, was ist passiert? Für Jordan Torunariga war es ein sehr emotionales Spiel. Los ging es in der 68. Minute. Nach einem Zweikampf mit Michael Gregoritsch blieb er am Boden liegen. Die Schalke-Fans auf der Nordtribüne dachten, ey, das ist doch sein Spiel. Hertha führte dann nämlich 2:0 und sie warfen Feuerzeuge auf ihn. Weiter ging es in der 84. Minute. Auf der anderen Seite, bei einem Freistoß von Hertha war Torunariga mit vorne und da soll es eben diese Affenlaute von der Südtribüne gegeben haben. Und in der 85. Minute gab es dann ein Laufduell bis zur Torauslinie. Er blieb vor der Nordtribüne stehen und schaute nochmal in Richtung der Fans. Tja, kurze Zeit später fing er dann an zu weinen. Er war fix und alle. Egal in welcher Szene es diese rassistischen Ausfälle gab, man hätte etwas dagegen tun müssen. Aber leider ist das nicht passiert. Die FIFA hat einen 3-Stufen-Plan entwickelt, sollte es Rassismus im Stadion geben. Erstens eine Stadiondurchsage, zweitens eine Spielunterbrechung und drittens den Spielabbruch. Der Schiri muss sich an diesen Plan halten, in diesem Fall Harm Osmers. Seit 2016 pfeift er in der Bundesliga, seit kurzem ist er sogar FIFA-Schiri, also auf dem Papier ist er einer der Besten. Fakt ist, er wusste, dass es einen rassistischen Vorfall gab. Nach Abpfiff der regulären Spielzeit sagte man es ihm. Schritt 1, die Durchsage, gab es trotzdem nicht. Der Grund dafür klingt eigentlich völlig skurril und ich finde auch relativ billig. Die Affenlaute waren nämlich schon zu lange her, deshalb sei, Zitat, der Kontext nicht mehr herzustellen gewesen. Das hat Peter Sippel gesagt, ein Kollege im Team Elite-Schiedsrichter beim DFB. Dazu habe Osmers die Beleidigungen nicht selbst gehört. Trotzdem, das ist ein fatales Zeichen. Für Rassismus gibt es ja kein Verfallsdatum. Egal, ob es 5, 10 oder 20 Minuten her ist. Fingerspitzengefühl hat hier komplett gefehlt. Und es kommt sogar noch krasser. Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann meinte dazu, Zitat: "Wir haben den Schiedsrichtern gesagt, dass sie den Jungen schützen müssen, dass sie ihm helfen müssen." Tja, ist das passiert? Nee, ganz im Gegenteil. Osmers hat's nur noch schlimmer gemacht. Ihr wisst, was ich meine, oder? Lasst uns mal über die 100. Spielminute reden. Der Schiri wusste, ey, der Junge ist emotional aufgekratzt, eben weil er rassistisch beleidigt wurde. Frage, nahm er darauf Rücksicht? Nö. Stattdessen gab's eine, finde ich, total lächerliche gelb-rote Karte. Torunariga wird von hinten weggegrätscht, fällt in Richtung Schalker Bank, packt sich eine Kiste und wirft sie auf den Boden. Frage, hat er jemandem wehgetan? Nee, hat er nicht. Hat er jemanden beleidigt? Nee, auch das nicht. Hat er sich mit dem Schiri angelegt? Nee, auch das nicht. Tja, er hat einfach nur ein Ventil gebraucht, um den Frust rauszulassen und das war doch völlig verständlich bei dem, was er die Minuten davor durchgemacht hat. Ihn da vom Platz zu stellen, war ein fatales Zeichen, eben das fehlende Fingerspitzengefühl. Osmers hat sich da nicht gerade mit rumbekleckert, am Ende verlor Hertha 2:3 nach Verlängerung und das Ergebnis ist aber, naja, so ehrlich müssen wir sein, völlig zweitrangig.
Der DFB setzt sich gegen Rassismus ein. Immer wieder gibt es ja Kampagnen. Vor ein paar Jahren zeigte man zum Beispiel Rassismus die rote Karte. Da machten die einzelnen Bundesligisten mit. Aber reicht das? Ich finde, nein, tut's nicht. Immer wieder gibt's ja Vorfälle. Mahmet Diouf von Hannover 96 sagte 2012, Gegenspieler würden ihn immer wieder rassistisch beschimpfen. Dani da Costa beleidigten 2013 Fans von 1860 München als scheiß Nigger und er solle zurück in den Busch. Und auch Anthony Uja musste Rassismus schon aushalten. Mit ihm habe ich über dieses Thema gesprochen. Oben im i ist mein Interview mit ihm verlinkt. Zieht euch das unbedingt rein, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Vielleicht sollten die Spieler mal selbst ein Zeichen setzen und bei Rassismus im Stadion einfach aufhören, Fußball zu spielen. Jordan Torunariga wollte ja sogar den Platz verlassen, am Ende wurde er überredet, weiterzumachen. Hertha-Spieler Niklas Stark meinte dazu, Zitat, wenn das Signal gekommen wäre, wäre ich ganz klar mitmarschiert. Ich weiß nicht, was man dagegen machen soll, man will ja trotzdem Fußball spielen. Genau das ist die Krux. Fest steht, so darf es nicht weitergehen. Wir sollten uns ein Beispiel an den Niederlanden nehmen. Dort ist man tatsächlich schon einige Schritte weiter. Vor einiger Zeit gab es einen Protest in der ersten und zweiten Liga. Nach dem Anpfiff blieben alle Spieler einfach eine Minute stehen und der Slogan Rassismus, dann spielen wir nicht. Das war ein richtiges und auch wichtiges Zeichen. Bald soll es dazu eine App für Fans geben. Vorfälle auf der Tribüne kann man dann so melden. So kommen wir dann auch zur Frage, ja gut, was können wir, also die Fans, bei Rassismus im Stadion tun? Schritt 1, den Täter ansprechen. Sagen, ey, was Rassistisches zu sagen, ist nicht so cool. Klar, das ist leichter gesagt als getan. Alternativ kann man natürlich auch einen Ordner holen und ihm den Vorfall melden. Leute, bitte schweigt nicht, tut euch zusammen, toleriert auf gar keinen Fall die Intoleranz von anderen Menschen, denn nur so kriegen wir Rassisten raus aus dem Stadion. Lasst uns noch über Schalke bzw. die Fans reden. Alle über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das sind Rassisten, ist natürlich völliger Blödsinn. Aktuell gibt's die Aktion mit dem Hashtag steht auf. Die B-Junioren von Schalke waren zum Beispiel im KZ in Dachau. Tja, es gibt halt ein riesengroßes Problem. S04-Boss Clemens Tönnies lebt diesen Alltagsrassismus vor. Erinnert euch allein an seinen Skandal im Sommer. Dazu gibt's ein extra Video, oben im i ist das verlinkt. Bis heute hat er nicht kapiert, was sein Fehler war. Und wenn der König Rassismus relativiert bzw. meint, ja gut, ist alles nicht so wild, ermutigt das die Bauern und sie tun das auch. Wichtig ist aber hier auch zu wissen, diese Bauern sind nur die Minderheit. Der Großteil der Schalke-Fans kämpft tatsächlich gegen Rassismus. Sie zeigen Rassismus die rote Karte und das ist auch gut so. Jetzt ist wichtig, die Täter zu finden. Im Block S5 wird nach Zeugen gesucht, das Bild- und Tonmaterial wird ausgewertet und ehrlich, die Leute sollen für immer ein Stadionverbot bekommen. Ich habe eine Bitte an euch. Redet über Rassismus, diskutiert mit euren Freunden und der Familie. Vor allem in der heutigen Zeit ist sowas verdammt wichtig. Falls ihr euch fragt, ja gut, wo beginnt eigentlich Rassismus? Dann empfehle ich euch ein Video von MyLab. Hier ist das verlinkt, da hat sie drüber gesprochen. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch auf jeden Fall gut Kick, haut rein und ciao.